Also, das Video beginnt und damit schön, dass ihr dabei seid. Hinter mir, Auto ist schon gepackt, Koffer ist drin und ich bin guter Dinge, dass es eine schöne Fahrt wird. Ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal ein bisschen die Fahrt laufen, gucken mal, was so kommt. Flughafen, Flug, ich hoffe, der kommt auch rechtzeitig, weil es hieß, da wäre eine Delay, aber das sehen wir alles gleich. Also, wir legen jetzt los, Bowinken 2016, ich bin dabei. Auto ist geparkt. Wir sehen, ich habe mir einen kleinen Parkplatz hier ausgesucht und jetzt geht es wirklich Richtung S-Bahn bzw. ich glaube Bus. Keine Ahnung, was davon irgendwo da fährt. Seht es mir nach, wenn es wackelt, aber das ist natürlich so die Ziehbewegung. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich muss hier dem geilen Wetter schon fast flüchten. Heute ist der heißeste Tag überhaupt. Es hat gerade 30 Grad und es wird noch wärmer. Und ja, da wisst ihr ja selber, das können wir PC-Sitzer gar nicht ab. Deswegen muss ich jetzt unbedingt nach England, da soll es gerade so 20 Grad haben, 15 bis 20 und Regen. Es kommt mir viel, viel genehmer, gerade bei so einem Draußen-Event. Darauf freue ich mich schon extrem. Nee, Quatsch beiseite, ich bin wirklich gespannt auf jetzt alles, wie es so wird. Und jetzt geht es erstmal zum Flughafen mit der Bahn und danach gönne ich mir mal noch eine lecker Weißwurst und ein Weißbier. Das ist ja so mein Ding. Das bin ich ein bisschen abergläubisch, vor Flügen mache ich das immer. Ja, und deswegen, weiter geht's. Ich weiß nicht, von wo ich mich das nächste Mal melde, aber es wird bestimmt nicht mehr so schön sein. Also, legen wir los. Der Flug geht einfach anderthalb Stunden später. Das ist jetzt nicht so prickelnd, aber wenigstens ist alles andere geklappt. Ich habe gerade irgendwie so einen Drogenwischtest machen dürfen beim Check-in. Das war auch mal spannend, das ist das erste Mal gewesen. Von dem her, ja, ich glaube, es wird trotzdem jetzt ein guter Flug. Rio wird ein bisschen warten müssen, bis er auf mich trifft, weil eigentlich war es andersrum geplant. Ich sollte vor ihm landen, aber in dem Fall, wie gesagt, anderthalb Stunden und die Zeit kriegen wir auch noch rum. Also, wir melden uns aus London wieder. Im Hotelzimmer angekommen, eigentlich wollte ich euch ja noch kurz was vom Flughafen Heathrow zeigen und auch vielleicht Björns Anreise. Allerdings, um es vielleicht mal kurz hier zu erwähnen, das war eine Odyssee. Also, ich hatte 2 Stunden Verspätung. Dann wollte der nicht parken, weil er konnte nicht parken und da war schon jemand gestanden. Dann wollte er da drüben jemand hin. Das ging alles nicht. Björn macht jetzt irgendwie seine Flasche gerade wieder auf, was er ganz schräg. Also, ich sag mal so, ich habe heute wird es mir nur schwer gemacht. Das Zimmer hatte eigentlich Check-in 21 Uhr. Wir haben es jetzt 11:45 und wir sind wirklich gerade erst angekommen, also von dem her, auch den Check-in hätten wir theoretisch nicht geschafft, aber es hat doch geklappt, weil wir den Schlüssel unter einen das nehme ich mit rein, das ist dir bewusst. Manossi. Okay, es hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber da wisst ihr jetzt mit was ich so zu tun habe. Das Schöne an dem Video in dem Fall ist, dadurch, dass es eine der ersten Szenen überhaupt ist, werden die Leute das auch noch wirklich sehen. Also, ja, und deswegen wirklich spät geworden erst. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz das Zimmer. Also, ihr habt ja schon die Hauptgeräuschquelle gehört. Wo will ich denn da reingucken bei der Kamera? Da, wo die Linse ist in der Regel. Da ist eine Linse? Da ist eine Linse. Also, hier ist erstmal Eingang. Eingang ist ja obvious, wie man hier so schön sagt. Hinter mir natürlich Schränkchen. Das ganze Zimmer ist so ein bisschen altbacken. Ein bisschen ist gut, es ist hyper altbacken. Und das ist scheinbar für die Nacht mein Bett. Wisst ihr, warum das mein Bett ist? Es ist ganz klar, weil ich habe mich draufgesetzt. Sobald man sich irgendwo drauf sitzt, gehört es einem. Und der hat sich gedacht, oh, der sitzt da drauf, dann gehört das Masterbett, gehört also ihm. Okay, also das ist dann das Masterbett und hier ist noch Fernseher. Also wir gucken da noch, ob das so bleibt mit der Bettenauswahl. Du kannst gerne, das ist mein größeres Bett, du kannst ihn gerne nehmen. Der Boden ist wellig. Du kannst so gerne nehmen, ich sehe, ne? Weiß ja. Das sollen auch die Leute nicht erfahren. Also, und hier haben wir jetzt das Badezimmer. Und das Badezimmer, da muss ich sagen, da war ich doch ein bisschen überrascht, weil das Badezimmer, das ist deutlich, ja, normaler als der Rest.
Aber unterm Strich muss ich sagen, bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Zimmerchen, wenn es das Frühstück... Okay, in der Nacht kann man nicht mal leise einfach mal zum Kacken gehen. Also, auf jeden Fall, ich glaube, das ist nett. Die Anreise war eine Hölle und morgen geht es dann weiter mit Bowinken. Da werdet ihr dann wieder mehr sehen, aber jetzt, glaube ich, wird bald erstmal geschlafen. Kein WLAN. Also, wir gehen schlafen und machen das auch ohne WLAN. Also, bis morgen. Jetzt sind wir in Bornwurf angekommen. Das musste ich kurz überlegen. Bornwurf angekommen und ja, hinter mir seht ihr unseren Leihwagen, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt, weil jetzt ist ja der nächste Tag, also heute ist Tag 1. Wir werden auch gleich fahren und ich nutze hier einfach schnell die Gelegenheit, weil Björn hat seine Kamera vergessen und ja, dementsprechend zeige ich euch hier einfach mal ganz kurz, da ist das unser Hotel. Wie gesagt, das Zimmer habt ihr ja gesehen, ist eigentlich wirklich ganz nett, das Frühstück war cool, also da gibt es jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, war halt schlimm, war nicht unpassend. Also kann man schon machen für den Trip. Ich freue mich sehr. Jetzt geht es zum ersten Kontributorentag los. Da werdet ihr natürlich auch gleich wieder weiter folgendes Material sehen. Ich bin gespannt und ja, jetzt vielleicht gibt es auch noch ein, zwei Autoszenen, aber mal gucken. Also, legen wir los. Bowinken Tag 1, ich bin dabei. Wir sind also jetzt im Auto, wie gerade schon angekündigt. Rio ist fleißig am Fahren, das haben wir uns beibehalten wie letztes Jahr. Er ist der Fahrer, ich mache es mir hier auf dem Beifahrerstuhl bequem. Er fährt auch heute sensationell, muss ich sagen, also es gefällt mir heute sehr gut. Bei der Hinfahrt war ich ein bisschen, ja, ab und an musste ich noch so deuten, das heißt, fahr weiter rechts. Aber hat er jetzt super drauf, also jetzt gibt es da gar nichts. Ja, ansonsten, wir sind ein bisschen knapp dran. Da weiter. Dann raus. Wir sind ein bisschen knapp dran, aber das ist ja so fast schon eine gute alte Tradition und dementsprechend glaube ich, ja, wird trotzdem, glaube ich, ganz nett. Bin schon sehr gespannt. Party, wir haben schon gute Musik am Laufen gehabt, also wir waren auch da schon wieder ordentlich unterwegs. Ich habe auch schon eskaliert, also ich habe schon alles durch. Ja, ansonsten, was ist noch zu sagen? Was ist deine Erwartungshaltung vielleicht? Es wird ein bisschen anders als letztes Jahr. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil wir weniger Zeit haben für das Tankfest an sich, beziehungsweise für den Museumsgang an sich. Also heute ist ja noch nicht Tankfest, heute ist der Kontributorentag, wo wir so ein bisschen Infos haben und ein bisschen gequatscht wird. Und der Zeitplan ist leider sehr knapp bemessen. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, knappe 3 oder 4 Stunden Zeit, uns das Museum anzugucken und uns da alles in Ruhe, ja, durchzulesen, die Ausstellungsstücke zu sehen. Und dieses Jahr ist das nur mit 1,5 Stunden Zeit bemessen, was ziemlich doof ist, wenn man Videos produzieren möchte. Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Und das sieht sehr geil aus. Was denn übrigens? Ich sehe Wald. Nein, da war gerade so eine Aussicht, da war so ein Tal und ein Berg und so. Also ich habe Wald gesehen. Aber schön, dass er noch erklären kann, Auto fahren kann und auch noch sich für die Aussicht begeistert. Also auf jeden Fall geht mir übrigens ähnlich. Also wir haben auch gefühlt ein bisschen wenig Zeit, aber vielleicht ist es auch dann anders umgesetzt, als wir es erwarten. Aber das werden wir ja zusammen im Video erkunden. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im Tankfest dann gleich wieder. Das ist heute der erste Tag, deswegen ist es hier noch verdammt ruhig. Das ist aber trotzdem immer ganz schön, auch mal das zu sehen, weil da hinter uns, da wird dann die ganze Action morgen passieren. Da ist dann wirklich was los und dementsprechend kann man da sich auch was gefasst machen. Ich freue mich sehr. Nena spielt im Hintergrund und deutsche Musik auf einem Panzerfest ist besonders schön. Ja, ich glaube, die Impressionen sprechen für sich. Ich hoffe, ihr kommt genauso in den gleichen Geschmack, den ich auch habe, und ja, jetzt schauen wir weiter. Wir sind jetzt also im Conservation Center angekommen und das ist aktuell noch sehr, ja, unbelebt. Hinter mir, da wird die Bühne sein, da werde ich auch sogar ein Interview führen dürfen und die Booth von World of Tanks und Warships, also da wird dann fleißig gespielt. Hinter mir seht ihr schon die Panzer, da ist es alles etwas enger gestellt, als es bis dato der Fall war. Weil, ja, das ist natürlich hier, dadurch, dass hier der Platz weg ist, hinter mir seht ihr auch Rio, dadurch, dass der Platz da weg ist, ist natürlich da drüben notwendigerweise alles ein bisschen enger. Aber ihr seht auch da schon wieder ein paar Sahnestücke. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal durch und vielleicht finden wir da das ein oder andere Highlight für uns. Ja, hinter mir wird schon Musik gespielt, da wird schon ein bisschen so getestet. Hinter mir den Kanüla-Panzer, den haben wir ja gerade schon gesehen, da einen sehr bekannten amerikanischen Vertreter M103.
Also das ist schon nach wie vor, das hat mich letztes Jahr so geflasht und das ist auch dieses Jahr wieder das gleiche Zoo, dass man einfach dementsprechend wirklich Panzer sieht, die man sonst so nur aus dem Spiel kennt und die man wirklich hier wirklich anfassen kann. Das ist schon Highlight, weil das ist eher ungewöhnlich. Wie gesagt, leider hier so ein bisschen eng. Das ist etwas schade, weil so kann man die Panzer gar nicht in ihrer vollen Pracht erleben. Aber es ist, und das kann ich euch jedes Mal nur wieder in diesen Videos sagen, ein Highlight, was hier an Panzern aufgefahren wird. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen gut, aber die Musik sollte nicht so laut sein. Und ja, wie gesagt, gerade hier, und man kann es ja vielleicht mal ein bisschen genauer sehen, dass man die Patina noch so gut erkennt, dass wirklich die Panzer so gut erhalten sind, dass man das Gefühl hat, okay, setzt sich rein, dreht einen Zündschlüssel, ich weiß nicht, gibt es da einen Zündschlüssel? Wahrscheinlich schon. Und kann losfahren und gefühlt sind sie sogar alle geladen, sind natürlich nicht geladen, aber so, dass man wirklich das Ding einfach losstarten kann. Die machen da schon einen fantastischen Job hier in Bovington, das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Ich schaue, ob ich gerade noch so die ein oder andere Perle sehe, die ich euch zeigen kann. Man sieht auch hier, dass auch die ganzen betankt sind. Also die können wirklich sofort losfahren. Mit 20 Liter wird er wahrscheinlich nicht so weit kommen, denke ich mir mal. Hier hinter mir, Centurion Target Tank. Das ist ein Prototyp gewesen, also auch Prototypen stehen hier drin. Das finde ich auch das Besondere, dass hier so Panzer drin sind, die man eigentlich so gar nicht kennt. Also das ist der Centurion Target Tank. Dann was haben wir hier? Hinter mir FV4202. Auch da natürlich ein Sahnestück. Nach wie vor eine der Kuriositäten der FV4004. Und da sehen wir auch gleich nochmal hinten so ein bisschen drauf. Also hier, da ist wirklich, da hat schon der Rost sagenhaft gearbeitet. Ja, also das ist schon wirklich eine schöne Sache und das sind ja die Panzer, die nicht mal so gesehen im Museum stehen, sondern die sind wirklich, ja, fahr mal raus, stell mal irgendwo hin, läuft. Chieftain Prototyp P6 in dem Fall. Also Gott sei Dank da auch so ein bisschen Beschriftung drauf für die Leute, die so wie ich einfach, ich kenne zwar die Panzer, wenn ich sie im Spiel mal gespielt habe, aber so mal live davor stehen oder ansonsten andere Panzer, Chieftain Prototyp G1, so andere Panzer, die man sonst so, ja, nicht irgendwie immer sieht, das ist halt schon was Besonderes. Chieftain Crazy Horse kenne ich gar nicht, aber auch da ist so ein bisschen was da. Also das ist, wie gesagt, jedes Mal wieder ein absolutes Highlight. Gefühlt sich auch immer wieder was Neues. Die Tortoise, die werde ich euch nachher noch zeigen und habe es euch schon gezeigt, je nachdem, wie ich das Video schneide. Die steht im Museum drüben. Das war das letzte Mal noch hier hinten, ganz am Ende. Also das ist schon sehr geil. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier mal das Conservation Center mal ein bisschen von unten gesehen. Vielleicht kann ich auch noch mal auf den Balkon hoch. Auf jeden Fall werden wir noch ein bisschen mehr sehen. Also, los geht's. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im Conversation Center. Jetzt mit dem Andi zusammen. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Es wirkt jetzt ein bisschen affig, dass wir hier mit zwei Mikrofonen stehen. Aber wir beide haben ja unser eigenes Videomaterial und dementsprechend müssen wir da natürlich auch ein bisschen mit umgehen. Ja genau, das denke ich mal auch. Also man kann das ganz gut sagen. Das ist sehr ungewohnt. Also ich fühle mich so ein bisschen schon wie ein Filmstar. Jetzt fehlen nur noch die Chicks. Rita ist gerade weg. Rita ist gerade weg. Schade. Er sagte schade. Schade. Nee, jetzt seht es uns nach. Ich glaube, das ist für uns alles so ein bisschen neu. Aber ich glaube, das macht es ja umso unterhaltsamer, je ungewohnt es ist. Ich würde sagen, ich starte mal ganz kurz. Wir haben so ein bisschen was schon bisher gesehen. Beziehungsweise gesehen gar nicht so viel. Aber wir haben heute schon viel erzählt bekommen. Und ich glaube, da kann man schon mal so ein kleines Resümee schon mal ziehen. Also wir haben heute über das Thema Google ein bisschen gelabert. Google hat uns gesagt, so wie Video Creator oder wie Video Bearbeiter, YouTuber. So ein bisschen besser gefunden werden können und sonstiges. Also ein kleiner Einblick, man muss aber dazu sagen, ehrlicherweise, wenn man das schon zwei Jahre, drei Jahre macht, dann war das jetzt alles nicht so neu. Ja, da waren ein paar Anregungen dabei, die man vielleicht umsetzen kann, aber ja, im Prinzip macht man vieles schon so, wie es da eben erklärt und gemutmaßt wurde.
Ansonsten gab es dann auch noch ein kleines, ich muss sagen, ein schönes Feedbackgespräch zu ganz zum Beginn. Ich war dann so ein bisschen skeptisch, ob das dementsprechend gut wird, weil, naja, immer ein neues Community-Team, mit dem man wieder neu zusammenarbeitet, immer ein bisschen schwierig, aber es ist halt doch wirklich was anderes, wenn man die Leute auch dann live sieht. Und muss sagen, Eva und Jan haben da wirklich, das Gespräch war gut, es war angenehm, also ich habe mich da auch ernst genommen gefühlt. Das ist ja auch immer so ein wichtiges Thema, ob man es geheuchelt so ein Feedbackgespräch macht oder nicht. Wie ging es dir dabei? Ja, eigentlich auch wunderbar. Im Prinzip ist es so, wir waren letztes Jahr schon hier und wir sind da natürlich dann auch immer im Austausch. Dieser Kontributorentag ist im Prinzip auch dafür da, dass man sich mit dem Community-Team auseinandersetzt, also mit den Leuten, mit denen man sonst normalerweise, sag ich mal, zusammenarbeitet. Denn ja, es ist im Prinzip auch eine Zusammenarbeit zwischen Wargaming und uns. Und es war nicht so, dass wir alles nochmal neu erzählen mussten, was wir letztes Jahr gesagt haben, sondern man hat quasi darauf aufgebaut und das, obwohl das Community-Team ja im Prinzip sich komplett verändert hat seit dem damaligen Zeitpunkt. Also von daher fand ich das auch sehr konstruktiv. Ja, ich denke auch. Also deswegen, man kann sagen, das war ein gutes Gespräch. Das Thema YouTube, wie gesagt, wurde angerissen, war auch ganz, ganz nett gemacht. Jetzt gerade wird es eigentlich theoretisch eine Führung gerade geben. Da haben wir uns ein bisschen abgesondert, weil wir waren letztes Jahr schon mal da, kennen so ein bisschen das Thema. Und ich muss auch sagen, ich für mich persönlich finde eine 2-Stunden-Tour auf Englisch irgendwann auch zu viel. Klar, ich verstehe es, aber es ist anstrengend. Und ich glaube, die Tage werden noch anstrengend genug. Dementsprechend haben wir uns da jetzt abgeseilt. Und später, glaube ich, gibt es noch ein Feedback-Gespräch von uns an Wargaming, wenn ich das richtig weiß. Da wird auch das Thema Mods nochmal auf jeden Fall von unserer Seite auch aufgenommen. Genau, also Mods war noch kein Thema, um das vielleicht jetzt mal vorwegzunehmen. Viele haben vielleicht jetzt schon diese Frage im Kopf. Also das kommt erst noch. Genau, also deswegen, da werden wir auf jeden Fall noch investigativ bleiben. Ja, und ich glaube, wir sagen bis jetzt, haben wir Schönes gesehen und ihr auch hoffentlich auch schon in den Videos und wir zeigen euch jetzt noch mehr. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz im Hintergrund, wo wir gerade sind. Ihr seht das vielleicht schon. Wir sind immer noch im Conversation Center, da habe ich ja gerade auch angefangen mit meinem Video und Conservation, habe ich doch gesagt? Du hast Conversation gesagt. Habe ich Conversation? Du hast Conversation. Ich meine natürlich Conservation Center und wo auch der Wargaming stand ist, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Genau. Tschüss. So, jetzt sind wir hier beim ersten Weltkriegsthema und sehen hinter uns schon so ein bisschen eine Einstimmung auf das Ganze. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das mal zusammen an, weil jetzt wird es spannend. Das haben wir letztes Jahr im Video auch schon gesehen, aber hier mit der Kamera wird es hoffentlich noch etwas stimmungsvoller. Ja, hier sehen wir dann sozusagen das Lazarett, die Verwundeten. So eine nette, sofern man nett sagen darf, eine Einstimmung auf das Ganze. Und hier, da sieht man es jetzt da, da geht es zur Front. Und da gehen wir jetzt auch zusammen hin, Richtung Front. Ja, ich muss leider ganz Zeit immer meine Schulter greifen, weil ich habe da das Stativ, was wir ja auch schon im Einsatz gesehen haben oder nicht. Hier ist jetzt da überall die Schützengraben. Die Leute hier sitzen schon, schauen Richtung Gegner, sag ich mal. Auf jeden Fall ist da überall was da, Stacheldraht. Man muss sagen, es ist etwas heller als beim letzten Mal. Hier war es dunkler. Vielleicht ist das auch für den Aufbau noch so. Da ist das Command HQ. HQ. Say that again. I see. This will be something to tell my grandchildren about. Ja, das kann er seinen Enkel noch von erzählen, hat er gesagt. Also das ist wirklich schön gemacht. Also das ist auch wirklich eins meiner Highlights. Ist zwar albern, aber ein bisschen erschrecken tue ich mich doch. Der Kampfführer, da muss ich ja fast nochmal zeigen. Da, sieht man das überhaupt? Der Kampfführer. Ja, ich weiß nicht, was der Kampfführer ist, aber scheinbar gibt es den hier. Ich höre auch schon den Mark. So, und der ist hier. Es ist definitiv dieses Mal etwas heller als beim letzten Mal. Ist aber fürs Video, glaube ich, ganz gut. Und auf die Stimme, wenn ihr darauf gerade geachtet habt, das ist ein Engländer, der das eingesprochen hat, der das aber auf Deutsch spricht. Und dann schnell zum Bunker, mach, dass du rauskommst. Hört sich an wie so ein Holländer, der das spricht. Aber in dem Fall ist es einfach nichts anderes als der Zugführer. Ja. Das ist es dann schon sozusagen hier, dieses,
diese kleine Exhibition des Thema Ersten Weltkriegs fand ich nett aufbereitet. Und ja, in Battlefield 1 ja auch bald großes Thema. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht und was ich noch so für euch finde. Hallo und herzlich willkommen zum Abschluss vom heutigen Tag, vom ersten Tag in Bovington, noch kein Tankfest, also das wäre jetzt ja falsch gesagt, sondern vom ersten Tag im Bovington Tank Museum, und zwar dem Kontributorentag. Im Hintergrund seht ihr nochmal den Eingang, wir haben eine etwas andere Szene gewählt als letztes Jahr. Richtig. Einfach mal, um ein bisschen Abwechslung zu bieten. Ganz genau, ganz genau. Das, glaube ich, war uns wichtig, da so ein bisschen Abwechslung zu bringen und euch auch mal den Eingang zu zeigen, weil jeder, der so ein bisschen auch jetzt die World of Tanks Garage gerade mal so noch im Kopf hat, der wird so wieder vieles hier wieder erkennen. Das finde ich ganz schön und ja, dementsprechend haben wir uns, glaube ich, dafür entschieden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen natürlich den ersten Tag nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist für uns jetzt der wichtige Anlass des Ganzen und ja, sag mal, wie war denn für dich der erste Tag? Wie war er für mich? Also anders als letztes Jahr auf jeden Fall. Der Zeitplan war wesentlich straffer, wesentlich anders. Nicht, dass ihr euch übrigens wundert, dass ich meine Brille kurz ausgezogen habe. Ich finde, das sieht ein bisschen doof aus, wenn ich mit Sonnenbrille hier stehe. Er war straffer auf jeden Fall, der Zeitplan. Wir hatten weniger Zeit eigentlich für das Museum an sich, konnten uns aber absetzen. Also wir haben, das habt ihr schon im Video gesehen, die Tour nicht mitgemacht. Wir haben uns dagegen entschieden und Videos produziert. Das war auch ganz cool. Und nach meinen Erwartungen konnte ich auch so viel produzieren, wie ich das eigentlich vorhatte. Und der neue Wargaming-Stand ist ganz cool. Wir haben über Modifikationen geredet. Wir haben über extrem viele Dinge in der Community oder über extrem viele Dinge geredet, die die Community bewegen, die uns aktuell bewegen. Ganz großes Thema war Mods und wir können euch da, glaube ich, sagen, dass es da auf jeden Fall vorangeht. Das werden wir auch noch ein bisschen weiter publizieren und ein bisschen weiter darüber reden. Das würde jetzt den Rahmen hier, glaube ich, sprengen. Aber es war auf jeden Fall sehr konstruktiv, der ganze Rahmen. Also es hat mir in dem Aspekt sehr gut gefallen, rein mal aus der Perspektive vom Community-Kontributoren. Meeting oder Treffen. Ja, genau so ging es mir. Also mir hat das Konstruktive des ganzen Tages auch sehr gut gefallen. Ich gehe auch d'accord, dass der Zeitplan sehr knapp war. Muss auch sagen, mir war er zu knapp. Also ich habe leider nicht alles filmen können. Gerade so circa 50% des Museums, was ich nicht filmen konnte. Das werde ich versuchen noch nachzureichen, aber versprechen kann man es nicht, weil einfach heute ist eigentlich so gesehen ein schöner Filmtag mit ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit dafür. Und ich finde es auch immer so ein bisschen blöd, mit der Kamera so vor einem vor dem Gesicht rumzulaufen, wenn so 20 Leute um dich rumstehen. Ich weiß nicht, ich fühle mich da, ich bin halt vielleicht da der falsche YouTuber dafür, der sich dabei noch wohlfühlt. So exhibitionistisch bin ich dann doch nicht. Ansonsten, das kriege ich ganz gut hin eigentlich, aber es wird halt mega voll ab morgen, das muss man dazu sagen. Also wir haben keinen Raum, um großartig schöne Szenen von Panzern bzw. von Ausstellungsstücken einzufangen. Das ist eigentlich der größte Nachteil, den wir die nächsten Tage haben werden, und deswegen wird es eigentlich schwer. Ich mag es ehrlich gesagt nicht so, wenn mir die ganze Zeit jemand vor der Kamera rumtanzt. Das wird wohl passieren. Das finde ich halt ein bisschen nerviger. Ja, und genau das erwarte ich leider morgen, aber trotzdem, das wird bestimmt ein toller Tag. Wir hoffen natürlich beide, dass morgen das Wetter zumindest so ist wie heute. Heute war es zwar windig, ein bisschen bewölkt, aber auch jetzt ist gerade die Sonne draußen, sieht man zwar hier nicht, weil wir wollten nicht gegen die Sonne aber filmen. Hat man an meiner Brille gesehen, die dunkelt sich nämlich ab, wenn ich in die Sonne gucke. Ganz genau, das ist Hightech-Brille. Total. Aber in dem Fall, wenn es so, was will er? Nee, weil, je nachdem hoffe ich mal, dass es morgen auch so ist, weil dann können wir wenigstens draußen die Panzer gut einfangen. Wir dürfen auch auf den Pressebereich. Ja, das ist sehr cool. Also wir haben Pressetickets diesmal bekommen. Ich glaube, ich zwick mal meinen kurz ab. Wir haben diesmal tatsächlich Pressetickets bekommen, dürfen also wirklich in den gesonderten Bereich, wo Presseleute hin dürfen. Das hat den Vorteil, dass wir besser die Videos einfangen, die Panzer abfilmen können. Das war letztes Jahr nämlich echt schwierig. Also wir saßen letztes Jahr, ich kann es mal quasi in der Direktion zeigen, hier, ihr wisst ja, wir stehen vor dem Eingang, hier oben ist eine Rampe. Vielleicht filmen wir das nochmal ab, wahrscheinlich eher nicht, aber da ist so eine große Rampe, wo man sitzen kann. Da saßen wir letztes Jahr, hatten unfassbar viele Köpfe vor uns und waren eben auch sehr weit weg vom Geschehen. Das war der große Nachteil. Also dieses Jahr erhoffe ich mir da auch besseres Filmmaterial zu bekommen. Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, man braucht es hier nicht länger machen, als es sein soll oder muss. Es war ein schöner Tag, es war ein guter Kontributorentag mit viel sachlichem, gutem Feedback. Sehr konstruktiv. Absolut. Und dementsprechend, ja, ich glaube und hoffe,
dass es da auch noch seine Früchte tragen wird. Ja. Und dementsprechend kann ich nur sagen, wir schauen und hoffen und sind guter Dinge, was den zweiten Tag angeht. Ja, und viele fragen auch immer nach Bootybags. Ich würde sagen, die zeigen wir dann auf dem Hotelzimmer irgendwann nochmal in einem gesonderten Video. Vielleicht hängen wir das auch noch an, das müssen wir dann separat entscheiden. Aber was man hier quasi als normaler Zuschauer bzw. als Besucher abgreifen könnte, das erfahrt ihr dann auch noch. Genau. Ja, bis denn dann. Bis bald. Tschüss. Scheiße, ich find's einfach nicht. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo das Tankfest ist? Das Tankmuseum? Das Tankmuseum? Ja. Das ist hier ganz falsch. Ja, wo muss ich denn hin? Da müssen Sie locker 20 Kilometer in die Richtung. Okay. Hier runter. Okay. Folgen Sie einfach der Straße. Okay. Und dann 20 Kilometer nochmal in die andere Richtung. Alles klar. Vielen Dank. Gerne.